Affinity ist für Unternehmen eine Investition. Aus allen Investitionen erwarten Unternehmen, dass sie einen Mehrwert bringen. Wie dieser Mehrwert aussieht, ist jedoch unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation sich die Firma befindet und wie klar sie ihre Erwartungen definiert. Bei erfolgreichen Firmen, die einen strategisch Change Project angehen, werden wir oft als Sparring Partner eingeholt. Es geht dort darum, die Qualität der strategischen Absicht zu überprüfen und die Firma zu helfen, bei der Definition und Umsetzung der strategischen Projekte keine Zeit zu verlieren, sodass das Tagesgeschäft normal weiterlaufen kann. Bei Firmen, die sich in Krisensituationen befinden, ist die Erwartung, die Mehrwerterwartung, die, dass Affinity dazu beiträgt, sehr schnell die notwendigen Entscheide zu treffen und diese auch umzusetzen. Der Mehrwert ist dort also Zeit, denn oft haben Firmen in solchen Situationen sehr wenig Zeit. In einigen Fällen ist dieser Mehrwert nicht ganz klar definiert. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir in der Mitte eines schlecht gestarteten Strategic Change Prozesses reingeholt werden. Es ist dann in solchen Fällen so, dass die Geschäftsleitung unterschiedliche Erwartungen gegenüber Affinity hat. Solange diese Erwartungen nicht auf ein Niveau wiedergebracht werden, sobald die gesamte Geschäftsleitung nicht einsieht, dass wir bei der Verwirklichung, beim Neustart des Strategic Change Prozesses diesen Mehrwert bringen können, ist es besonders schwer, ein Projekt zu starten. Wir sind uns dies bewusst, verbringen also ein bisschen mehr Zeit am Anfang, um alle Mitglieder der Geschäftsleitung an Bord zu haben, denn wenn das erreicht ist, ist der Rest viel einfacher. Nebst unseren Diensten im Bereich des Strategic Change stellen wir oft auch Manager auf Zeit zur Verfügung. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich bei Unternehmen eine Schlüsselfunktion unerwartet ungedeckt befindet. Dies ist für uns im Rahmen der Strategic Change Veränderungsprozesse ab und zu der Fall, wenn Firmen die Notwendigkeit sehen, das bestehende Management mit einer zusätzlichen Kraft zu verstärken. Sei es jetzt im Rahmen eines Strategic Change Prozesses oder auch nicht, was Firmen von uns in dieser Funktion erwarten, ist, dass wir uns in dieser neuen Funktion sehr schnell einarbeiten, dass wir sehr schnell produktiv sind und dass wir aktiv bei der Auswahl und bei der Einschulung des neuen Geschäftsleitungsmitglieds beitragen.